Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute die AVM Fritzbox 3490 vorstellen. Eine Fritzbox des ganz aktuellen Standards mit WLAN AC und VDSL Vectoring, aber ohne Telefonanlage. Und das unterscheidet dieses Modell auch von der 7490, welche das große Schwestermodell ist, eben mit Telefonanlage. Ja, so sieht die Verpackung aus von der 3490. Die Hauptfeatures werden direkt hier beworben, also zum Beispiel VDSL bis zu 100 Mbit, Dual WLAN AC bis zu 1300 Mbit, Gigabit-Netzwerkanschlüsse und zweimal USB 3.0. Dann haben wir natürlich das FritzOS dabei, also das Betriebssystem, welches gleichzeitig auch als Medienserver und so weiter fungiert. So sieht die Verpackung von vorne aus und ich würde euch sagen, gucken wir mal ganz kurz noch hinten drauf. Hier haben wir erstmal, welche Ergänzungen wir noch für die Fritzbox dazu holen können, also zum Beispiel Powerline-Adapter oder einen WLAN-Repeater. Wir haben eine App für Android- und iOS-Smartphones und dann haben wir natürlich erstmal hier beschrieben, wie das Gerät verbunden werden kann mit dem Internet oder mit anderen Geräten. Also die Anschlüsse werden beschrieben, das zeige ich euch aber gleich auch nochmal direkt an der Fritzbox. Dann haben wir hier nochmal beschrieben, welche WLAN-Funktionalitäten wir zum Beispiel dabei haben, also WLAN AC bis zu 1300 Mbit, auf 5 GHz und auf 2,4 GHz und wir können 2,4 und 5 GHz natürlich auch gleichzeitig verwenden. Ansonsten Medienserver bzw. NAS-Funktionen ist für viele sicherlich auch relevant. Da haben wir also die 2x USB 3.0 Anschlüsse, wo wir zum Beispiel Speichermedien einbinden können und die Fritzbox ist dann im Grunde ein Medienserver, der das Ganze dann verwaltet und ihr könnt zum Beispiel mit eurem netzwerkfähigen Fernseher, wenn ihr denn einen habt, direkt auf die Dateien zugreifen, die an einer Festplatte angeschlossen sind an der Fritzbox. So viel zum Medienserver erstmal ganz kurz und ich würde sagen, schauen wir uns mal den Lieferumfang an. Da haben wir nämlich neben der Fritzbox, die ich hier habe, die schauen wir uns dann gleich nochmal genauer an, aber ich lege sie mal kurz zur Seite. Neben der Fritzbox haben wir natürlich noch ein Anschlusskabel für DSL. Das sieht so aus und wird dann eben in eure Telefonbuchse reingesteckt. Falls ihr noch eine normale TAE-Dose habt zu Hause, dann gibt es hier einen mitgelieferten Adapter von TAE auf RJ11 und dann könnt ihr eben hier dieses Kabel da reinstecken und den Adapter in die Telefondose. So viel zum Telefonkabel. Und dann ist noch ein LAN-Kabel mitgeliefert, ein ganz kurzes. Ich denke, für die meisten ist es zu kurz, da die Fritzbox ja doch eher am Telefonanschluss und nicht am PC aufgestellt wird. Und meistens sind die beiden Geräte ja ein bisschen voneinander entfernt. Aber für die Einrichtung sollte es auf jeden Fall reichen. Also zum Beispiel für einen Laptop direkt neben die Fritzbox zu stellen, dafür reicht es auf jeden Fall. Und wenn ihr schnelleres oder generell ein längeres Kabel braucht, dann müsst ihr es euch eben selbst kaufen und die entsprechende Länge dann kaufen. Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, sonst funktioniert die Fritzbox nicht, ist das Netzteil. Das haben wir hier mit meiner Meinung nach recht ausreichend langen Kabel, also ich glaube 1 Meter oder 1,50 Meter und braucht man ja auf jeden Fall. Ansonsten noch dabei eine CD, die haben wir hier unten mit dem Handbuch drauf und einer Software noch, die brauchen wir aber nicht immer. Beziehungsweise braucht man eigentlich gar nicht, aber manche wollen sie eben trotzdem haben und AVM liefert das mit und das finde ich ganz gut. Viele Hersteller sagen, ladet es euch von der Webseite runter, AVM liefert das direkt als CD mit, finde ich gut. Ansonsten noch den Aufkleber hier hinten drauf mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel, also ihr könnt euch diese CD mit an den Rechner nehmen und dann direkt hier mit dem Schlüssel euch mit dem WLAN verbinden von der Fritzbox. Ihr braucht also nicht irgendwie auf der Box den Code fotografieren, sondern habt dann direkt hier zum Mitnehmen auf der CD das abgedruckt, finde ich ganz gut. Seriennummer und so weiter sind auch noch drauf. Durchaus brauchbar. Dann haben wir noch eine kleine Broschüre, was wir eben sonst noch dazu kaufen können. Und wir haben, was auch gut ist, eine Kurzstartanleitung gedruckt. Wie man das Gerät also anschließt, bebildert und auch was dabei ist, seht ihr hier nochmal in der Übersicht, kann man nochmal überprüfen, ob wirklich alles dabei ist und schließt ihr dann euer Gerät an. Wir schauen uns gerade die Fritzbox 3490 nochmal ein bisschen genauer an und so sieht die Front aus. Hier oben haben wir zwei Tasten für WPS und WLAN, also WPS heißt Wireless Protected Setup, das heißt ihr könnt hier ohne das Passwort einzugeben,
wenn ihr hier drauf drückt, dann entsprechend euch mit dem WLAN verbinden. Das ist dann immer nur für eine Minute oder maximal zwei, glaube ich, möglich. Lässt sich auch über das Webinterface starten, diese Prozedur, aber es gibt hier eben auch diese separate Taste. Dann sind wir hier, haben wir hier Lüftungsschlitze, damit das Gerät nicht zu heiß wird, insbesondere im Sommer. Den Fritzbox-Namen und was wir hier auch ganz stark sehen, sind eben diese ja, WLAN-Antennen oder das, was die WLAN-Antennen eben symbolisieren soll. Die sind teilweise auch auf der Platine aufgedruckt. Und ja, dann haben wir hier LEDs, wie man es von der Fritzbox kennt. Power-LED, LAN-LED, WLAN-LED, DSL und Info-LED. Die leuchten entsprechend bei verschiedenen Ereignissen. Ist klar, WLAN blinkt oder leuchtet, wenn WLAN an ist, und Power zum Beispiel, wenn, ja, wenn das Gerät einfach eingeschaltet ist. Von dieser Seite ist nichts, aber wir sehen ganz klar, das Gehäuse kann auch für die Fritzbox 7490 verwendet werden. Dann wären nämlich hier, wo diese ja, nicht ausgestanzten Plastikteile sind, da wären dann die Telefonanschlüsse drin. Von der Front bzw. der Unterseite sehen wir jede Menge Lüftungsschlitze wieder. Das Gerät hat also eine, ja, wenn es warm wird, eine gute Luftzirkulierung ist hier möglich und ja, könnt das also auch betreiben, wenn es ein bisschen wärmer ist. Den WLAN-Netzwerkschlüssel nochmal, aber wie gesagt, der ist auch auf CD abgedrückt und auf der CD kann man es dann auch mitnehmen an den PC. Ansonsten hier nochmal abgedruckt. Auf der Seite haben wir einen USB-Anschluss, USB 3.0, wie der blaue Plastik-Innenteil hier zeigt, und ist also schneller als USB 2.0, zum Beispiel für Festplatten oder USB-Sticks. Dann haben wir auf der Rückseite, genau das hatte ich gerade vergessen, haben wir nochmal so Plastiknoppen, das heißt, das oder Gumminoppen, das Gerät steht relativ sicher und zerkratzt auch nichts. Die Rückseite ist sicherlich am interessantesten, was die Anschlüsse angeht. Da haben wir einmal einen DSL-Anschluss natürlich. Also ihr könnt hier ein Modem anschließen für DSL. Ne, ihr könnt hier das DSL-Kabel rein anschließen und das Modem ist natürlich intern. Und bis zu 100 Megabit sind mit VDSL Vectoring möglich aktuell mit der Software, die hier installiert ist. Und ihr könnt natürlich auch ADSL oder VDSL normal ja eben verwenden und die Fritzbox kann eigentlich alles, was derzeit an DSL-Standards in Deutschland verwendet wird. Weiterhin vier LAN-Anschlüsse, alle Gigabit-LAN natürlich, also bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Und der eine LAN-Anschluss kann auch als Zugang für ein Modem verwendet werden. Also wenn ihr ein externes Modem, zum Beispiel ein Glasfasermodem oder ein Kabelmodem habt von Kabel Deutschland oder von Vodafone oder von Unity Media oder so, dann verbindet ihr das einfach mit dem LAN-Einsatzanschluss, stellt das in der Software entsprechend ein und dann könnt ihr das als Internetzugang verwenden. Noch einen weiteren USB-Anschluss haben wir hier, auch USB 3.0, zum Beispiel für einen Drucker oder nochmal Speichermedium. Den Drucker und könnt ihr dann natürlich auch im Netzwerk freigeben, also an alle Geräte, die hier verbunden sind, genauso mit dem Speicher. Als letztes den Power-Anschluss fürs Netzteil. Damit könnt ihr das Netzteil natürlich anschließen und entsprechend ja dem Gerät Strom zu führen. Was leider fehlt, ist ein Schalter, um direkt das Gerät auszuschalten. Also ihr müsst dann entweder das Netzteil nehmen, vom Netz nehmen, ja, und den Power-Schalter direkt am Gerät gibt es leider nicht, was ich ein bisschen schade finde. So sieht das Gerät aus, die Fritzbox 3490. Ich werde dann nochmal ein ausführliches Video zu den Funkeigenschaften und zur Software online stellen, aber so viel erstmal zu einem Unboxing und einem kurzen Überblick über das Gerät. Vielen Dank fürs Zusehen.